herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Handarbeitsvideo. Ich begrüße euch alle recht herzlich, alle, die schon lange dabei sind und die neu dazugekommen sind. Ich bin die Kerstin und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich neu gefunden habt. Ja, genau. So, als allererstes möchte ich mich für die vielen Genesungswünsche für meine Tiere bedanken. Für den Filou, der hat ja letzte Woche während des Aufnehmens von meinem Video hat ihn eine Biene gestochen, aber alles halb so wild. Dem Filou ging es eine Stunde hat er sich zurückgezogen und danach war wieder alles in Ordnung. Er hat war ein bisschen geschwollen, aber alles gut. Und der Krümel, meine Katze, die hatte ja eine Verletzung am Auge. Mit dem war ich insgesamt dreimal beim Tierarzt, aber toi toi toi, es ist auch wieder gut. Ja, also alle wieder fit und gesund und munter. Und der Krümel, der kann auch schon wieder ordentlich mit anderen Katzen kämpfen. Erst vorhin wieder habe ich ihn schreien und brüllen hören. Ja, es ist einfach ein Kampfkater. Kann man nichts machen. Die Kater sind halt einfach, Revier, ne? Sein Revier. Da darf keine andere Katze rein. Ja. So, ich sitze heute wieder im Büro. Das Licht ist bescheiden, geht so, ist nicht so toll. Ich bin wieder schön rot, aber ja, so ist das halt, weil draußen ist es nicht schön. Bei uns regnet es. Naja, noch nicht ganz, aber bald. Ja, aber ist auch gut so, wir brauchen den Regen. Ja, so, dann fange ich an. Ich habe neue Socken angefangen. Ja, und zwar hatte ich Lust auf Ringelsocken. Und da ich ja für meine Weihnachtsbox brauche ich ja Herrensocken noch einige, habe ich mich entschieden, ich stricke jetzt einfache Stino-Herrensocken im Ringelmuster sozusagen. Und die sehen so aus. Ja. Da habe ich wieder mein Lieblingsbündchen, eins rechts verschränkt, zwei links gemacht und habe dann einfach immer 5 Reihen in einer Farbe und zwischen den Reihen habe ich dann immer eine Reihe in diesem Grau gemacht, damit der Farb, ich finde, es sieht einfach schöner aus mit diesem Kontrast drin. Ja, den habe ich glatt runtergestrickt. Dann meine Lieblingsferse, das ist die einfache Käppchenferse. Und soweit bin ich bis jetzt. Na. Ich finde die sehr schön. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Ja, ist nichts Besonderes. Aber wie so oft, finde ich, manchmal haben einfache Sachen eine tolle Wirkung. Und so, finde ich, ist es bei diesen Socken auch. Ja, stricken tue ich die mal wie immer eigentlich oder meistens mit meinen 2,5 Chagu-Rundstricknadeln mit dem 80er Seil. Und die Wolle, muss ich gerade mal kurz abtauchen. Das sind 3 verschiedene Sockenwollboppel von einem Discounter. Da habe ich auch keine Banderole, das ist nichts Weltbewegendes. Aber ich fand die Farbkombination ganz, ganz toll. Die hat mir super gefallen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber diese Socken gehen unheimlich schnell. Also es fühlt sich so an, weil man ja nach 5 Runden immer die Farbe wechselt. Also das habe ich würde sagen, an einem Abend und einem Nachmittag hatte ich das gestrickt. Das ging so schnell. Habe es dann aber weggelegt, weil ich ja die anderen Sachen auch ein bisschen weitermachen musste. Oder wollte. Nicht musste, sondern wollte. Und ja, genau. Das sind jetzt meine Juli-Socken. Ja, die Juni-Socken haben wir. Ja, genau, die Juni-Socken waren ja erst am 1. Juli dann fertig. So, jetzt hänge ich mein Markerchen da rein. So. Und pack sie wieder weg. Das waren meine Juli-Socken. Ja, wobei der Juli ja auch schon wieder fast 2 Wochen alt ist, gell? Die Zeit, die rennt, das ist Wahnsinn. Ja. So, wie machen wir weiter? Ich glaube, ich mache jetzt gleich mit dem Nuvem weiter, weil der liegt hier so riesengroß und ja. Den Nuvem habe ich fast fertig. Ich wollte ihn eigentlich,
Ich wollte den Nuvem eigentlich gerne fürs heutige Video fertig kriegen, aber ich habe es nicht geschafft. Das ist ja so ein Riesenteil und ich habe mittlerweile weit über 2000 Maschen auf den Nadeln und ich stricke einen I-Cord-Rand dran. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, ihr seid irgendwie verrutscht. Ja, ich stricke einen I-Cord-Rand und wer den schon mal gestrickt hat, weiß, das dauert. Aber es sieht halt toll aus. Also ich finde diesen I-Cord allgemein super. Also der gefällt mir total. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich euch das zeige. Ja, das ist echt schwierig jetzt. Und hier unten habe ich eben, na, sieht man es? Diese Rüschenkante schon dran mit einem Teil vom I-Cord. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte vom Tuch habe ich abgekettet mit dem I-Cord-Rand. Das ist wirklich nicht so einfach, euch das zu zeigen, aber ich glaube, man konnte das jetzt ganz gut sehen. So. Und das ist dieser I-Cord-Rand. Das ist wie das sieht eigentlich ein bisschen so aus, wie wenn man mit der Strickliesel, kennt ihr bestimmt noch, hat bestimmt jeder als Kind gehabt, so eine Strickliesel, wo man oben mit den, mit so einem, ach, ihr wisst, was ich meine. Mir fehlen heute Morgen schon die Worte. Ja, also das sieht eben aus wie so eine Wurst, die man da dran genäht hat. Und ich finde, es sieht einfach schön aus. Mit diesen Rüschen dann dran. Genau, das wird mein Rest in Nuvem, der hoffentlich bald fertig ist. So, jetzt habe ich mal in meine Restekiste geguckt. Es sind bloß 25 Reste, da habe ich da reingestrickt, so circa, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe aber immer noch so 150 bis 200. Nee, das nicht, ist übertrieben, aber die Kiste ist nicht wirklich geschrumpft. Jetzt mal gucken, was ich mit den anderen Resten mache. Die bleiben jetzt erstmal in ihrer Kiste liegen. Ja, im Moment habe ich jetzt keine Ambition, was Neues aus den Resten zu machen. Ich sage, jetzt mache ich erstmal den hier fertig. Wenn ich dranbleibe, schaffe ich es vielleicht bis übermorgen. Mal schauen. Tja, so ist das. Aber er wird wirklich schön. Am Anfang dachte ich ja, oh je, das wird ein sehr verrücktes Projekt, aber ich muss echt sagen, so für mal drüber werfen, abends mal so auf der Couch oder so. Super. Ja, also zu einem Konzert würde ich den jetzt nicht anziehen oder drüber werfen. Ja, den Novem habe ich gestrickt, wie gesagt, mit Wollresten. Das meiste ist Sockenwolle. Es sind auch ein paar Reste dabei, die ich selber gefärbt habe, die in meinen Pullovern sind. Gerade die beiden Garne oder das Türkise, das ist vom Sunset Highway Sweater, habe ich die drin. Ja, und gestrickt habe ich den abwechselnd. Ich habe den, das meiste habe ich eben auf diesen Knit Pro Symphony 4,0. Habe ihn aber zwischendrin auch mal, habe ich es auf den Chagu-Nadeln gewechselt. Die habe ich dann aber wieder gebraucht und da ich erst eine Rundstricknadel in 4 von den Chagu habe, musste ich es dann wieder umtauschen und fertig gestrickt habe ich ihn dann jetzt mit der Symphonie. Das ist das austauschbare Seil, 1,50 Meter Seil. Ja. Und das ist gut ausgefüllt. Also das shoppt sich schon ordentlich. Ja, mein Novem. Ach so, den I-Cord, den mache ich tatsächlich nicht aus einem Rest, weil ich Angst habe, dass mir ein Rest nicht reicht für einen I-Cord. Weil er doch ziemlich viel Wolle dabei gefuttert wird, sage ich jetzt mal. Geht viel Wolle, braucht man viel Wollverbrauch. Und da habe ich auch vom Discounter so eine lilane Sockenwolle genommen. Ja. Das war's von meinem Novem. Ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den euch nächste Woche dann im Ganzen zeigen kann. Entweder habe ich ihn um oder vielleicht hänge ich ihn hier hinten mal an die Wand zum Zeigen. Das könnte ich auch mal machen. Dann sieht man in seiner ganzen Breite. Ja, ich glaube, das mache ich. Wenn nächste Woche kein schönes Wetter ist und ich wieder drin bin. Oder ich hänge ihn hinten an die Holzwand im Garten. Das könnte ich auch machen.
Ja, jetzt muss ich aber mal kurz die Tür zumachen. Der Nachbar macht Krach. Moment. Also, mach mal weiter. Den Novem habe ich euch, dann zeige ich euch die Babydecke. Ich stricke ja für meine Freundin, die im Ende September, Anfang Oktober bekommt die ihr Baby. Und da stricke ich ja eine, nein, ich häkel. Ich häkel eine Babydecke. Und da habe ich auch weitergemacht. Nicht ganz so viel, aber ich habe weitergemacht. So, da wo der Marke hängt, war ich letzte Woche. Und so sieht sie bis jetzt aus. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte, ich hätte mehr gemacht. Aber ja, ich habe es jetzt schon ein paar Tage nicht mehr in der Hand gehabt. Ja, das wird eine Babydecke. Das ist ein ganz einfaches Muschelmuster. Und das wird gehäkelt. Ja. Mal kurz gucken. Ich habe da unten meine Tasse stehen. Nachher hänge ich die Decke in den Kaffee, den stelle ich mal woanders hin. So, kann ich es euch besser zeigen. Ja, so sieht man das Muschelmuster ganz gut. Das macht unheimlich Spaß und auch hier muss ich wieder sagen, total einfach und eine Wahnsinnswirkung. Also da, die wird wirklich, wirklich schön. Ach Mensch, haben wir heute wieder Valentinstag. So, da hänge ich dann auch gleich den Marker um. Wenn ich die Sachen ein paar Tage nicht in der Hand hatte und sie euch dann im Video zeigt, da habe ich dann gleich wieder Lust. Ich könnte jetzt gerade die Häkelnadel wieder in die Hand nehmen und nebenher häkeln, während ich euch irgendwas erzähle. Nee, das machen wir nicht. So. Also, das ist die Decke, die langsam vor sich hinwächst. Und die Decke häkel ich mit meiner 3,5 Prüm Häkelnadel. Die hat hier so schön wie so eine Art Anti-Rutsch-Belag. Die liegt sehr gut in der Hand. Ja. Und die Wolle ist die Drops Baby Merino Unicolor in der Farbe 26. Da habe ich mir nochmal nachbestellt, weil diese 8 oder 9 Böppelchen, die ich mir bestellt hatte, reichen nicht. Das konnte ich jetzt relativ schnell schon sehen, dass das nicht reicht. Das ist jetzt schon der dritte oder der vierte sogar. 1, 2, 3. Ne, ist sogar schon der vierte. Seht ihr? Und die soll ja schon auch mindestens 1 Meter hoch werden. Sie ist jetzt 1 Meter breit. Jetzt mal gucken, ob ich sie quadratisch mache oder rechteckig. Das weiß ich noch nicht. Kann auch sein, dass ich zum Schluss dann keine Lust mehr habe und sie schnell fertig haben will. Oder die Zeit wird knapp und ich muss sie vielleicht auch einfach kürzer machen, weil das Baby früher kommt. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Die Babys machen ja, was sie wollen. Ja, ich habe heute Durst. Ich muss heute Kaffee. Ich muss heute mehr Kaffee trinken. Hm. Nein, mehr Wasser. Ich habe jetzt aber nur Kaffee da und deshalb trinke ich jetzt Kaffee. Sonst müsste ich jetzt schon wieder aufstehen. So. Dann habe ich noch ein Strickprojekt. Und zwar, ja, das zeige ich euch jetzt gleich. Das Strickprojekt wohnt in dieser wunderschönen Projekttasche. So, die kennt ihr noch nicht. Ich drehe sie nochmal um, weil hier ist der Hahn. Die habe ich neu. Und zwar hat mir eine liebe Zuschauerin, die Andrea, hat mir ein Geschenk, ein Überraschungspäckchen geschickt und hat mir diese Projekttasche unter anderem geschenkt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, ob sie die selber genäht hat. Ich nehme es aber mal an. Und die passt doch perfekt zu mir, oder? Mit den Hühnern. Klasse. Ich habe mich so gefreut. Und innen drin hat sie so einen schönen Pünktchenstoff genommen. Ach, die ist richtig toll. Und hier auch so ein Bändelchen zum Festhalten. Ich bin total begeistert. Und es ist nicht alles. Sie hat dann in das Päckchen hat sie noch, klar, eine schöne Karte. Den Inhalt werde ich euch aber nicht vorlesen. Der ist für mich persönlich. So, jetzt war der Akku zwischenzeitlich leer. Irgendwie dachte ich, weil ich habe das Ladegerät drin gehabt, aber irgendwie hatte ich es nicht ganz reingeschoben. Naja, dann machen wir jetzt gerade da an der Stelle weiter, wo ich war. Ich war bei der Tasche, die ich von der lieben Andrea bekommen habe.
Und sie hat mir nicht nur die Tasche geschickt, sie hat mir auch diesen wunderschönen Strang geschickt. Von Marianti Jans. Wenn man es so ausspricht, aber ich glaube. Ja. Ganz tolle Farben hat der. Ja. Der heißt Rainbow Warrior. Ist ein Socken. Entschuldigung, man sollte nicht reden und lesen gleichzeitig, gell? Das funktioniert nicht. Ein 100 Gramm sind 380 Meter Lauflänge. Ja, ein Sockengarn steht drauf. Ich finde es jetzt ein bisschen dick, obwohl doch es geht, ja. Mit 85% Merino und 15% Nylon. Also die Zusammenstellung hatte ich so noch nicht. Es ist unglaublich weich. Ich weiß nicht, ob ich da Socken draus mache. Keine Ahnung. Ja. Doch, sehr schön. Das war drin. Die Karte habe ich euch gezeigt. Dann war noch drin, das ist ein Schokopuzzle. Das ist Schokolade. Ich traue mich gar nicht, das zu essen. Das ist echt nett, die Idee. Ja. Und so wie es aussieht, hat die Andrea ein eigenes Schokostüble. Ja, sieht so aus. Weiß ich gar nicht, darf ich das sagen? Ich lasse es mal, ich weiß es nicht. Also das ist Schokolade. Ja. Vielleicht packe ich das heute Mittag mal aus und mache mit dem Mattis zusammen, weil der macht gerne Puzzle. Dann soll der mal Schokopuzzle machen. Ja, und dann hat sie mir noch Tee reingepackt. Und die Andrea hat gut aufgepasst. Kaffee! Ich liebe ja Kaffee, habe ich ja schon mal, ich glaube nicht nur einmal erzählt, dass ich ein Kaffee-Junkie bin. Und da freue ich mich drauf. Ich habe jetzt im Moment nur die Kaffeemaschine noch voll mit anderen Bohnen. Und sobald die leer sind, werde ich diese Mischung mal reinmachen. Und die Haare. Ja. Ich gucke da gerade mal rein. Habe ich noch gar nicht reingeguckt. Oh. Ja, ich und Kaffee. Wenn es Duft-Handys gäbe, würde ich euch mal schnuppern lassen. Quatsch. Ja, also Andrea, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe es dir ja auch schon geschrieben. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und die Tasche hat auch schon einen Bewohner. Gleich am gleichen Tag ist ein Projekt bei ihr eingezogen. Und zwar, da mache ich jetzt gleich weiter, die Jacke für meinen Mann. Ich habe ja nochmal neue Wolle bestellt, weil ihm die Farbe nicht gefallen hat. Ich kann es aber auch verstehen. Es ist mehr ein Türkis, mehr ein Blau. Und ja, ich wollte ja hier diese Jacke wollte ich ihm stricken. Die Lakenfelder. Diese Anleitung ist kostenlos auf Englisch. Die kriegt ihr auf Reverie. Ja, ich hoffe, ich vergesse diese Woche nicht, die Infobox zu befüllen. Ich habe es vergessen letzte Woche. Entschuldigt bitte. Ich werde nachher gleich den PC anschmeißen und das alles eintragen, wo ich die Anleitungen her habe und Verlinkungen. Genau. Ja, das Muschelmuster von der Decke ist, das habe ich kostenlos auf YouTube, gibt es da ein Video oder mehrere Videos sogar. Genau, denn Nuvem ist eine Anleitung von der Martina Behm, die ist kostenpflichtig. Die kriegt ihr auch auf Reverie. Ja. Genau. So, und ich habe die Jacke neu angefangen in einem anderen Blau. Und bin jetzt so weit. Oh, das sieht mehr lila aus. Also die ist blau, die ist nicht lila. Ach nee, das ist schade. Das sieht jetzt wirklich lila aus, ist es aber nicht. Das ist wirklich ein Jeansblau. Ja. Naja, vielleicht nächste Woche, wenn ich wieder woanders sitze, sieht man es dann besser. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfaches Muster. Das sind immer drei rechts, eins links. Und ab hier, also man muss diesen Bund 7 cm hochstricken. Und ab hier nimmt man dann einfach die zweite Rechtsmasche, also von den drei Rechtsmaschen tut man die mittlere einfach abheben. Das ist dann eine Hebemasche. Und dann entwickelt sich dieses Muster. Total einfach und einfach schön. Ja.
Genau. Das Maschenbild gefällt mir nicht ganz so gut. Es ist nicht so regelmäßig, wie ich es gewohnt bin bei mir. Ich weiß nicht, liegt es an den Nadeln, aber ich glaube es eher nicht, weil so von der Dicke vom Garn und von den Nadeln passt es schon zusammen. Und zwar habe ich mir die Drops Charisma diesmal bestellt dafür, in der Farbe 65, und da steht auch drauf Nadelstärke 4. Und es passt auch soweit. Ja, jetzt mal schauen. Vielleicht ändert sich das nachher beim Waschen noch, oder mit ziemlicher Sicherheit wird sich das nach dem Waschen ein bisschen geändert haben. Ach ja, es geht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, aber ich bin es halt anders gewohnt, weil ich stricke eigentlich relativ gleichmäßig. Und ich habe die 4er Chagou-Stricknadeln mit dem 100er Seil. Ja, deshalb mussten die aus dem Nuvem wieder raus, weil ich eben die Jacke von meinem Mann bei wieder neu anschlagen wollte. Das, ach Gott, fragt mich nichts, wie vielte Mal jetzt. Ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich jetzt mal eine andere Anleitung mir irgendwie raussuche. Aber ich finde nicht so richtig, also ich finde, für Männerjacken gibt es echt nicht viel. Überhaupt für Männer finde ich es schwierig. Ja, und dann haben sie teilweise so riesengroße Krägen dran. Und so eine einfache Herrenstrickjacke, wo aber doch so ein bisschen schick dran hat. Also klar, ich könnte jetzt auch einfach eine RVO-Jacke stricken. Aber ja, wisst ihr, für Frauen gibt es so viele, unglaublich viele Cardigans und keine Ahnung. Und für Männer, finde ich, gibt es wirklich sehr, sehr wenig im Vergleich. Es gibt schon auch, aber halt nicht so viel. Trachtenjacken findet man sehr viele. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt in dem Gebiet wohnt und auch nicht viel damit am Hut hat, passt das, finde ich, nicht. Ja, genau. Seht ihr, ich wollte einen Marker, wollte ich mir noch zurechtlegen, einen Maschenmarkierer. Habe ich jetzt keinen da? Nö, naja, mache ich nachher. Genau, also das ist jetzt das Rückenteilstückchen, das nicht lila ist, sondern Jeansblau. Schade. Naja, wir werden sehen, wie es dann weiter aussieht. Ja, die wurde in meiner Hühnchentasche. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Habe ich euch, was ich gestrickt habe? Ja, das war's alles. So, dann hat ja die Tour de Vlies begonnen. Letzte Woche am Samstag, nicht am Sonntag. Also da war ich ja auch total verwirrt letzte Woche im Video. Ich habe das echt nicht hingekriegt, die 5 Tage drauf zu zählen von Dienstag. Oh Gott. Ach ja, manchmal will das Gehirn nicht so, wie ich will. Da rede ich zu schnell und kann dann einfach nicht mehr nachdenken. Aber am Samstag war Start. Und ich habe auch mein Spinnrad laufen lassen. Ja, ich habe von meinem eigenen Schaf, ich nenne es jetzt mal, ja, es kommt aus einem Nachbardorf, das heißt Eixheim. Dann ist es jetzt das Eixheimer Landschaf. Die Schäfchen wohnen da und von dort kommen sie. Und da habe ich den einen Natur-Vlies. Ich habe ja Vliese. Seht ihr, da habe ich gerade, ich habe ja solche, nee, Betts oder Vlies, Betts, habe ich ja kardiert. Da habe ich ein halbes in Weiß oder Natur versponnen und eins von dem Blauen. Ja, die habe ich ja selber gefärbt, da habe ich euch ja vorletzte Woche habe ich euch ein Video dran gehängt. Da habe ich 2 gefärbt und 1 habe ich versponnen. Da habe ich jetzt noch so viel übrig von der Spule, die war voll. Ja, ich habe versucht, relativ dünn zu spinnen. Ich habe es auch eigentlich ganz gut hingekriegt, finde ich. Ja, doch. Weil ich ja daraus Socken für meinen Schäfer. Ich sag schon meinen Schäfer. stricken wollte. Ja. So, was soll ich sagen? Also am Samstag war der Wurm drin. Ich weiß nicht, warum, was los war. Mein Rad hat mich echt geärgert. Die Fadenspannung, die Umdrehung vom Rad war immer so komisch eingestellt. Die Spannung, dass ich das ständig, ist mir die Faser gerissen.
Also das, ich bin schier wahnsinnig geworden. Aber ich wollte auch nicht aufgeben, weil ich wollte unbedingt diese Wolle spinnen. Und wenn ich dann da mal so richtig drin bin und was will, dann gebe ich auch nicht auf. Da werde ich dann auch zur Furie. Also, naja, doch, ich kann schon garstig werden, wenn es mir nicht passt. Auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt. Aber das Spinnrad hat mich echt geärgert. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ich glaube, 25 Gramm habe ich versponnen gekriegt. Und am Sonntag, ich habe nichts verändert. Es lief, es hat geflutscht, ich habe gesponnen und gesponnen. Ich sage ja, ich habe fast die ganze Spule am Sonntag gesponnen. Ja. Und dann habe ich gestern war Montag, der dritte Tag, habe ich dann, Moment, ich muss wieder runter, habe ich dann verzwirnt und habe dieses süße Stränglein Wolle schon rausgesponnen gekriegt. Ich weiß noch nicht, wie es versponnen aussieht. Ich war ja mit dem ersten Spinnergebnis von der Wolle nicht so zufrieden, weil da so viele Böppelchen drin sind. Es sind wesentlich weniger Böppelchen drin, weil ich es ja jetzt kardiert habe. Der erste Versuch habe ich ja nur gekämmt selber. Es sind aber immer noch Böppelchen drin, obwohl ich eigentlich versucht habe aufzupassen, dass ich sie rausgewurstelt kriege. Aber ich lasse das jetzt so. Ja, ich habe jetzt eben dieses Blau und das Weiß miteinander verzwirnt. So an sich finde ich das Garn wirklich schön. Und ich muss sagen, es ist sogar relativ weich. Ja, ich kann den Strang gerade mal aufmachen. Das sind jetzt, ich habe es mir aufgeschrieben, ich glaube 49 Gramm sind das jetzt. Ja gut, das ist hier... Der Anfangsfaden, deshalb ist der so grob. 49 Gramm und die Lauflänge sind circa 195 Meter. Finde ich eigentlich gut. Ich finde, ich habe es recht dünn hingekriegt. Doch. Es ist nicht alles gleich dünn oder dick, aber ach ja, das ist selbstgesponnene Wolle. Mein Gott, was will ich mehr? Das ist, wenn ich überlege, diese zwei Müllsäcke mit dem dreckigen Schafvlies, wo ich in der Garage stehen hatte und jetzt habe ich diesen schönen Wollstrang in der Hand. Finde ich eigentlich schon toll. Ja, manchmal bin ich ein bisschen kritisch mit mir, selbstkritisch. Ja, muss ja eigentlich auch nicht immer sein, genau. Tja, jetzt habe ich ein bisschen locker gebunden, aber ja. Doch, eigentlich ist es nett. Es ist gut. Nein, habe ich gut gemacht. Ja, den werde ich dann wickeln. Und, jetzt juckt es mich. Und vielleicht mit einem Socke schon anfangen, weil ich bin jetzt neugierig, wie das verstrickt aussieht. Dieses Blau-Weiß. Aber seht ihr mal, wollte ich euch noch zeigen. Das ist die Farbe ungesponnen. Und so hell ist es nachher, wenn es dann versponnen ist. Das ist schon ein Unterschied, gell? Ja, naja. Ja, das war das mit dem, was ich versponnen habe. Dann habe ich gedacht, ach Mensch, so nur blau und nur weiß spinnen ist ja irgendwie auch langweilig und die Tour de France dauert ja noch eine Weile. Und wenn ich genug Wolle gemacht habe für die Socken, dann möchte ich gern was Buntes spinnen. Und dann habe ich mich wieder ans Färben gewagt. Ich habe nochmal zwei Beds gefärbt. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist wie immer blau und grün und ja, so wie meine Lieblingsfarben einfach sind. Das ist das eine. Und das ist das andere. Das sind jetzt insgesamt 100 Gramm, 2x 50 Gramm. Ja. Und wir werden sehen, was ich daraus mache. Keine Ahnung. Jetzt vielleicht lege ich sie auch erst einfach mal weg. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Wolle die Farbe nicht so gut annimmt. Also ich habe wirklich wieder viel, viel Farbe genommen. Es war auch ziemlich...
sehr, sehr dunkel im Topf, wo ich gedacht habe, ach komm, diesmal müsste es doch ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, die Wolle ist einfach nicht so gut geeignet fürs Färben. Ich weiß es nicht. Es ist trotzdem schön. Aber ich glaube, so richtig knallige Farben. Ja, so ein schönes Tiefrot, tiefes Rot werde ich da gar nicht reinkriegen. Ja. Genau. Und das schauen wir mal, ob ich das verspinne. Ich habe auch noch einen richtig schönen Kammzug. Den hüte ich seit einem Jahr in meinem Vorrat. Merino Tussa Seide, das ist ein gekaufter. Ich glaube, dass ich eher dann, wenn ich genug von dem habe, werde ich, glaube ich, eher an den gekauften Strang gehen. Da habe ich keine Böppelchen drin und muss nicht dauernd die Böppelchen rausfrimmeln. Ja, und da reißt mir vielleicht auch nicht ständig der Faden. Bin ich heute irgendwie so ein bisschen bläh? Kann das sein? Ich bin irgendwie nicht so... Eigentlich finde ich es schön, was ich mache. Tja, naja. Gut. Jetzt überlege ich. Ich glaube, das war's. Ich habe doch relativ viel geschafft die Woche. Muss ich schon zugeben. Wobei Strickzeit ja jetzt gar nicht mehr so viel ist durch die Tour de France. Ich versuche wirklich, dass ich auch nur dann spinne, wenn das Fahrradrennen läuft. Ich habe den Fernseher nebenher laufen, habe das Spinnrad vorm Sessel stehen und immer wenn ich dann mal Zeit habe, setze ich mich mal kurz hin. Wenn ich richtig Zeit habe, klar, dann gucke ich auch richtig. Ja, am Wochenende geht es natürlich viel besser wie unter der Woche. Aber ja, ich finde, ich habe ganz ordentlich was geschafft. Ja, gut, dann war das alles, was so ans Handarbeiten ging. Ja, an der Decke vom Filou habe ich nur zwei Patches dran gemacht. Das ist gerade irgendwie, macht mir das keinen Spaß. Und mein Tuch habe ich auch nicht weitergemacht. Habe ich gerade auch nicht so Lust zu. Weiß auch nicht. Und es muss ja auch nicht an jedem einzelnen Projekt was passiert sein, wenn ich ein neues Video mache. Ich mache ja so echt schon viel. Und ja, ich will mich da auch nicht unter Druck setzen. Genau. Ja, das war's. Was war sonst so die Woche bei uns? Nichts Besonderes. Alltag. Die letzten Klassenarbeiten werden geschrieben. Ja, wir warten alle sehnlichst drauf, dass endlich die Ferien beginnen. Wobei ich noch viel waschen muss und auch ein bisschen vorbereiten noch, weil am Donnerstag ist der letzte Schultag und wir fahren ja direkt dann am Samstag los. Da muss ich dann schon auch mal bald schon ein bisschen gucken. Ja. Ich wollte mich eventuell mal mit der Handspindel wollte ich mich mal probieren. Ich habe mir in Blaufelden habe ich mir ja eine Handspindel gekauft und habe sie immer noch nicht ausprobiert. Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Vielleicht mache ich das die Woche mal. Ja, gut. Dann war's das für heute. Jo, schauen wir mal, ob ich nächste Woche wieder im Garten sitze. Es ist ja jetzt, die nächsten Tage ist ja eher ein bisschen kühler gemeldet. Also kühler. So um die 20 Grad reicht ja eigentlich auch. Genau. So, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Zeit, genießt die ruhige Zeit, wenn ihr sie findet. Und lasst euch nicht stressen. Tschüss.